Nimm ein Objekt. Mach etwas damit. Mach etwas anderes damit, lautet die Eintragung im Skizzenbuch des amerikanischen Malers Jasper Johns. Es ist eine persönliche Arbeitsanweisung, die sein Kunstschaffen bestimmen soll. Johns, 1930 in Augusta geboren, kehrte 1951 vom Militärdienst im besiegten Japan nach New York zurück. Dort malte er 1954-55 Flag, das erste seiner Flaggenbilder. Die Kunst des Jasper Johns zu beschreiben, die mit diesem Werk ihren Anfang nahm, ist ein schwieriges Unterfangen. Es erscheint beinahe absurd, dass das Bild einer Flagge über Jahre hinaus im Mittelpunkt kunsttheoretischer Überlegungen stehen konnte. Die Problematik beginnt für den Betrachter bereits dort, wenn er Flag als Nationalsymbol der Vereinigten Staaten ansieht. Dagegen spricht, dass Jasper Johns, bevor er das Motiv der Flagge auf die Leinwand brachte, diese mit in Wachs getränkten Zeitungsausschnitten überzog. Die Flagge selbst malte er mit Hilfe der Enkaustiktechnik, einem Malverfahren, bei dem die Farben in heißem, flüssigem Wachs gelöst werden. Nach dem raschen Erkalten des eingefärbten Wachses bildet sich eine leicht transparente und von der Pinselführung gezeichnete Bildoberfläche aus. Der Duktus des Farbauftrages in Verbindung mit der geometrischen Reihung der roten Streifen und der weißen Sterne im blauen Feld auf den von unten durchscheinenden Zeitungsfetzen geben dem Werk unerwarteten künstlerischen Reiz. Mit anderen Worten, die grafische Struktur der Flagge behauptet sich im Malerischen, gelöst und zugleich doch nicht gelöst vom nationalen Symbol. Wie ist diese Doppelwertigkeit des Bildes zu deuten? Um die Frage zu beantworten, ziehen wir zwei weitere Bilder von Jasper Johns zur Betrachtung heran. Als Johns 1955 Flag fertigstellte, schien in Amerika nur eine Malweise zu existieren, die des abstrakten Expressionismus. Auf ihn verweisen in dem 1961 entstandenen Werk Map der gestische Farbauftrag und die ineinander verlaufenden Ränder der scheinbar willkürlich platzierten Farbfelder. Nicht in Einklang mit dem abstrakten Expressionismus zu bringen, sind die im gesamten Bild lesbaren Namen wie Alabama, Florida oder Colorado. Plötzlich fügen sich die als Staaten bezeichneten Farbfelder zur Landkarte der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezeichnung des Bildes als Map, Landkarte, und die Tatsache, dass Johns eine Landkarte der USA maßstabsgerecht auf die Leinwand übertrug, um sie anschließend zu übermalen, wirft abermals die Frage nach der Doppeldeutigkeit des Bildes auf. Ist Map eine Landkarte oder ist Map das Gemälde einer Landkarte? Aufgrund der wilden Ausmalung fällt die Antwort nicht so schwer wie bei Flag. Die gestischen Farbspuren eröffnen der Fantasie des Betrachters einen breiten, von der ursprünglichen Funktion der Landkarte befreiten Assoziationszusammenhang. Überträgt man die darin enthaltene Erkenntnis, dass ein banaler Gegenstand wie die Landkarte in ein Gemälde umwandelbar ist, dann bedeutet dies für Flag, die Flagge ist nicht mehr Nationalsymbol, sondern zum Gemälde des Nationalsymbols geworden. Daher kann es nicht die politischen Funktionen übernehmen, die der amerikanischen Flagge zufallen. Indem Johns die Enkaustiktechnik als Mittel für die Darstellung wählte, gelang es ihm, dahinter jede persönliche Stellungnahme im Bild der Flagge zu vermeiden. Dadurch gibt er dem Betrachter die Möglichkeit, sich ohne nationale Emotionen dem Symbol der Flagge in seiner tatsächlichen gedanklichen Komplexität zu widmen.
was mit der gedanklichen Fülle eines solchen Symbols gemeint ist, verdeutlicht der Blick auf ein 1981 entstandenes Werk. Es trägt den Titel »Zwischen Uhr und Bett«. Über ihn stellt Johns den Bezug seines Bildes zu dem gleichnamigen Gemälde des norwegischen Malers Edvard Munch her. Das zwischen 1940 und 1942 geschaffene Werk zeigt Munch in einem Raum stehend zwischen der Uhr als Sinnbild für die ablaufende Zeit, dem Leben, und dem Bett als Sinnbild für den Schlaf, den Tod. Die sich aus der Thematik Leben, Mensch und Tod ergebende Dreiteilung des Bildes setzte Jasper Johns insofern um, als er sein Werk aus drei aneinandergereihten Einzelbildern zusammensetzte. Die von Munch vorgegebenen Sinnbilder reduzierte Jasper Johns auf Schraffurfelder, in denen sich drei Farbzonen ausbilden. Im unteren rechten Bildteil verweisen die sich verdichtenden Schraffuren auf das Piquet-Muster, wie es ebenfalls rechts unten auf der Bettdecke in Munchs Bild besteht. Doch Edvard Munch engte mit den Sinnbildern Uhr und Bett den Vorstellungsbereich über Leben und Tod nahezu vollständig ein. Jasper Johns hingegen öffnete über die Abstraktion dieses Bildes den Gedanken über Leben und Tod einen geistigen Freiraum in den Schraffurfeldern. Das Besondere an den Schraffuren aber ist, dass ihr Ursprung genauso real ist wie die Struktur der Flagge. Jasper Johns hatte einen mit solchen Schraffuren bemalten Wagen vorbeifahren sehen. Aus diesem flüchtigen Eindruck machte Jasper Johns etwas. Er machte eben etwas ganz anderes damit. Auf die Flagge bezogen bedeutet das, er erhob das zwar häufig gesehene, aber selten genauer betrachtete Objekt, die Flagge, zum Gegenstand der bewussten Anschauung. In der künstlerischen Darstellung ihrer grafischen Struktur eröffnete er dem Betrachter den Freiraum, umfassend über ein solches nationales Symbol mit all seinen positiven und negativen Aspekten nachzudenken. Den Beitrag, den Jasper Johns für die Entwicklung der modernen Malerei mit seinem Flaggenbild einleitete, ist das Bekenntnis zu außerhalb der Kunstwelt angesiedelten Vorlagen, zu Objekten und Motiven, die man häufig nicht beachtet, weil sie selbstverständlich sind. Er schob die Frage nach ihrer Rolle im Alltag in den Hintergrund. Es galt, sich an den symbolischen und über das Motiv hinausreichenden Bedeutungsgehalt heranzutasten. Jasper Johns hob so die traditionelle Unterscheidung zwischen Kunst und Alltagsobjekt auf. Das war ein Schritt, der selbst für die Kunst der Gegenwart nichts an Bedeutung verloren hat.